Nächstes Spiel, nächste Klatsche, diesmal 1-2 in Frankreich. Und weil die Leistung ja angeblich ach so toll gewesen sein soll, hat man danach wirklich auch schnell einen Grund gefunden für Schönrederei. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses blöde Rumgefasel vom dummen Grindel und so weiter, dass das ja alles so toll gewesen sein soll und so weiter und das Löw doch nach wie vor für uns der richtige Mann sei, bla bla bla, blub blub blub. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht mehr länger hingehört. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben verloren gestern wieder. Es ist wieder eine Niederlage gewesen. Es ist wieder eine Klatsche gewesen. Und unter Löw, die Quote ist einfach nur eine einzige Katastrophe. Und ich bleibe dabei, Löw ist nicht mehr der richtige Mann für uns. Und er muss gehen. Er muss am besten sofort gehen. Und mit ihm am besten gleich der ganze DFB-Tross, der wirklich anscheinend unfähig ist zu handeln. Fangen wir mal an mit Grindel. Grindel ist für mich so eine Grinsebacke ohne Ahnung. Ne? Er sieht das anscheinend nicht, was wir wirklich unter, was wir seit der WM für eine Quote haben. Ne? Ja toll, Löw ist immer noch der richtige Mann. Bla bla bla, blub blub blub. Nee, ich sag's ganz ehrlich mal. Alle raus, kompletter Umbruch. Auch wenn die Leistung gestern in Frankreich angeblich ja gar nicht mal so übel gewesen sein soll. Also ist schon traurig genug, wenn wir eine Leistung, die man eigentlich als selbstverständlich ansehen muss, wenn wir die schon als toll ansehen. Ja? Schmeißt die ganzen Obergurus vom DFB raus. So, und natürlich Löw ebenfalls. Löw ist für mich schon lange nicht mehr der richtige Mann. Und ich wüsste auch schon jemanden, den ich mir als Nachfolger sehr gut vorstellen kann, nämlich Stefan Kuntz. Stefan Kuntz ist mit der U21 schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich, leistet dort wirklich sehr gute Arbeit und ihn kann ich mir sehr viel eher als Löw, künftigen Trainer der Profi-Nationalmannschaft vorstellen, der ersten Nationalmannschaft vorstellen. Kuntz hat im Gegensatz zu Löw einen echten Erfolgshunger und ich wünsche ihn mir als Nachfolger. Und ich bleibe dabei, Löw muss raus. Löw raus, Bier auf raus, macht deinen kompletten Schnitt, es geht so nicht weiter. So, könnt ihr gerne mal unten ins Kommentarfeld reinschreiben, wie ihr darüber denkt. Ich lade das Video gleich sowohl bei YouTube als auch bei Facebook hoch. Bis dann, ciao, ciao.